Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Mass Effect. Wir befinden uns in der Grinson Akademie und müssen ein paar Studenten retten. Einen haben wir sogar schon gerettet und die übrigen werden wir dann gleich noch retten. Oh, Schande. Okay. Da sind ein paar Cerberus-Einheiten, die mir jetzt gar nicht zusagen. Diese Blendgranate, die nervt. Okay, der ist weg. Dürfte jetzt auch weg sein. Blendgranate, habe ich jetzt Blendgranate gesagt gehabt? Rauchgranate meinte ich natürlich. Ja, klar. Ah, hier sind wir jetzt. Jetzt können wir hier rein, okay. Haben wir da was? Ja, da haben wir was. Eine neue Waffe, wie es aussieht. Schauen wir mal, Bewaffnung ändern. Das ist eine Schrottflinte. Die brauchen wir sowieso nicht. Ja, modifizieren können wir ja gar nicht. Ja, okay. Schrottflinten brauchen wir jetzt nicht. Von daher geht es jetzt einfach mal weiter. Ah, dieser Cerberus-Ansager, der nervt. Moment, da liegt auch noch was rum. Was ist denn das? Noch eine neue Waffe. Was ist denn das für eine? Das ist so ein Sturmgewehr. Das brauchen wir nicht. Aber für Dings wäre es vielleicht nicht so verkehrt. Welches war denn das jetzt, Art? Also die haben wir, glaube ich, drin. Die haben wir ja auch schon modifiziert. Den Medlock war es, glaube ich, mehr Gewicht, mehr Schaden, aber viel, viel größere Präzision. Das wäre doch auch was vielleicht für uns. Müssen wir mal schauen. Im Moment lassen wir, glaube ich, die drin, weil die auch schon modifiziert ist. Da haben wir auch was. Spind. Das ist Geld. Da geht's nicht weiter. Bleibt zurück! Verdammt, sie ist verletzt. Sie braucht sofort Hilfe. Eine neue Panzerung. Und dann schauen wir mal, ob wir ihr helfen können. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Okay. Die nächste gerettet. Sehr gut. Gut, dass wir hier nochmal in die Ecke geschaut haben. So. Da ging es nirgends mehr hin. Hier drüben geht es nirgends mehr hin. Da hatten wir alle. Den konnten wir leider nicht helfen. Bedauerlicherweise. Dann müssen wir wohl hier lang gehen. Ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei Ihnen, aber Sie halten nicht mehr lange durch. Okay, dann sollten wir es auch so schnell wie möglich hin. Ich wollte eigentlich nur aufmachen. So, geht's jetzt hier gleich in die Halle rein? Ja, die kennen wir doch. Shepard.
nicht eure Liga! Shepard, befreien Sie uns davon! Ja, gerne doch. Studentenbarriere, okay, die haben sich verbarrikadiert. Okay, dann machen wir hier so ein Ding rein. Wir können da leider nichts machen. Noch nicht jedenfalls. So, aber jetzt geht's los. Und nochmal so viel Warp reinmachen wie nur möglich. Okay, den haben wir gleich. Oh, die habe ich ganz übersehen. Da waren auch noch andere Gegner. Okay, dann gehen wir wieder zu unserer alten Waffe rüber. Ja, ja, keine Sorge, das machen wir schon. Oh, was willst du denn hier? Ist noch einer da? Ja, da ist doch noch einer. Hopp, komm, steh auf. War's das? Kelly hat gesagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich der Pfadfinderkönig auftaucht. Verstärker checken. Prangley, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder ist ein Energieriegel. Weiter in 5. Hallo, Jack. Verdammt. Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen. Damit sagen sie mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Schuldgefühle. Scheiße, das wird sich ja alle beruhigen, die Cerberus schon umgelegt hat. So charmant wie immer. Schön, Sie wiederzusehen. Ihr Gesicht ist immer noch scheiße. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ihre Leute? Ja, sieht so aus. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während Sie den Helden gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Cool. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Mist. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Okay. Sehr schön, das machen wir doch mal. Und es ist doch echt schön, dass Jack wieder da ist und sie ist sogar angezogen. Wer hätte sowas mal für möglich gehalten? Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von ihr wegkommen. Klar. Die neue Jack? Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids... Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Ja, das ist Jack. Also ganz endlich. Hat sie sich noch nicht geändert. Aber ja, sie hat auf jeden Fall Verantwortung übernommen. Wie verarbeiten die Studenten den Krieg? Was glauben Sie? Das ist ein Haufen Teenager. Bis vor einigen Monaten ging es ihnen nur darum, Sex zu haben. Und die sind bereit für den Krieg? Sie haben wohl kaum eine Wahl. Dann sind diese biotischen Artillerieangriffe... Theoretisch eine tolle Sache. Mit etwas Erfahrung kriegen Sie es vielleicht hin. Aber?
Als Unterstützung wären sie besser. Hilfe aus der zweiten Reihe bei Barrieren und so. Ich weiß auch nicht. Okay. Haben Sie Ihnen das gesagt? Nein. Sie müssen überzeugt sein, dass ich an Sie glaube. Das habe ich aus Ihren Ansprachen gelernt. Mhm. Gute Ansprachen. Biotiktrupp? Warum sind diese Studenten so wertvoll? Biotisch meine ich. Was ist schlimmer als ein wütender biotischer Angreifer? Eine Gruppe davon, die zusammenarbeitet. Stimmt. Wie ein biotischer Artillerieangriff. Wir reißen jedes Arschloch einfach in Fetzen. Laugt sie das nicht aus? Doch. Aber wir haben hart an der Verbesserung ihrer Kondition gearbeitet. Wenn sie sich beschweren, erzähle ich von der Kollektorenbasis. Hasks herumschleudern. Überall Schockwellen freisetzen. Ach, ich dachte ständig... Verdammt, soll sie doch der Salarianer zu Tode quatschen. Okay. Ich würde sagen, das war's mal mit Jack. Bleiben Sie hier, wir bringen Sie raus. Und dann suchen wir uns doch mal einen Weg nach draußen. Ist da unten irgendwas noch? Das sieht aus wie eine Sackgasse. Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras. Dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Okay, da geht's wahrscheinlich dann zu den Shuttles, schätze ich mal. Dann schauen wir uns noch mal ganz kurz hier um. So viel Zeit haben wir ja. Noch, hoffe ich jedenfalls. So, ein bisschen Munition noch mitnehmen. Da geht's nicht mehr raus. Da haben wir noch eine Kamerasteuerung und einen Datenlog. Schauen wir uns das Datenlog an. Prioritätsziel, Studentenidee. 12-5D Brangley. Status Priorität Alpha, um jeden Preis, lebend ergreifen. Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hohen Punktzahlen bei Tests der Führungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und leistungsstarke Verbesserungen für folgende Langzeitinfiltrationen. Ja, toll. Die Kamera soll man ja ausschalten. Ich will mich erstmal umschauen, bevor wir das machen. Haben wir doch bestimmt noch irgendwo irgendetwas. Ja, wie zum Beispiel ein Medikit. Munition brauchen wir nicht mehr. Da ist nichts. Dann schauen wir mal noch kurz nach oben. Hier ist auch nichts mehr. Glaubst du wirklich, dass wir es hier rausschaffen? Aber natürlich. Sag doch nicht sowas. Tut mir leid. Okay, da können wir noch mit Ensign Rodriguez reden. Und mit Brangley. Außerdem haben wir noch ein Datenpad. Ja, das gibt noch Credits. Auch nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Noch eine Mod. Und da geht's wieder runter. Dann reden wir mal mit den zwei Studenten. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Da Sie jetzt beide hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Na, hoffentlich. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Hat Brangley auch noch was zu sagen? Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Wenn wir hier rauskommen, will ich an den Strand. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Okay, die haben nicht wirklich was. Gut, dann schalten wir doch mal die Kamerasteuerung aus. Und dann schauen wir mal, was das alles gibt. Wo war sie denn? Die war da. Gut. So. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Okay. Das heißt, wir müssen doch wieder nach oben? Atrium ist da, also da müssen wir doch nach oben. Aber wir schauen uns als allererstes mal an, was wir so machen können. Wir haben nämlich hier jetzt 8 Punkte. Das heißt, wir könnten Biotikmeisterschaft hochmachen. Schnellere und stärkere biotische Kräfte, mehr Geschicklichkeit, mehr Charisma. Das hört sich nicht schlecht an. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Das heißt, hier hätten wir eine Kombo-Meisterschaft, erhöht 30 Sekunden lang das Aufladetempo aller Kräfte um 40%, immer wenn sie eine Biotik-Kombo erzielen.
Oder erhöht Schadens- und Kraftbonus um 25% und die Kraftdauer um 25%. Das ist zwar nicht schlecht, aber das Aufladetempo ist bei uns eh so wahnsinnig hoch, da wir nur Dingswaffen benutzen. Von daher hätte ich gesagt, nehmen wir einfach das hier, um mit mir mehr Schadens- und Kraftbonus zu erhöhen und die Dauer uns erhöhen. Das finde ich da in diesem Fall nicht so schlecht. Das passt eigentlich ganz gut. So, dann heißt es, wir haben Dunklen Kanal, Biotikmeisterschaft und Warp. Hammer fertig. Es gibt eigentlich Fitness. Ah, okay. Nahkampfschaden brauchen wir eigentlich nicht. Aber Gesundheits- und Barrierebonus ist nicht schlecht. Das heißt, das sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen leveln. Ja, vor allem die anderen brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Granaten will ich eh nicht benutzen. Irgendwie mag ich die Dinger nicht. Sehen ist eigentlich nicht schlecht. Das könnte man vielleicht auch mal machen. Singularität, irgendwie benutze ich die fast nie. Schockwelle und Werfen habe ich jetzt auch selten benutzt. Von daher hätte ich gesagt, Fitness und Ziehen sind vielleicht die nächsten Sachen, wo wir ja hier steigern sollten. Wie sieht es bei Garrus aus? Überlastung ist voll. Betäubungsschutz gegen die Barrieren, das ist noch nicht fertig. Panzerbrechende Munition geht auch gegen schwer gepanzerte Einheiten. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Waffenschaden. Wir haben eh nur 2 Punkte drauf. Wisst ihr was? Dann gehen wir doch auf die panzerbrechende Munition. Durchschlagskraft der Munition erhöhen um 40%. Das ist doch auch nicht schlecht. So. Edi, wie sieht's bei dir aus? Wir können auf jeden Fall was machen. Vielleicht. Entweder Überlastung, Schilde, Barrieren und synthetische Wesen. Verbrennung, schwerer Schaden bei Gesundheit und Panzerung. Das ist ein Feind, okay. Das heißt, oder die Verdreifachungsmatrix. Nee, das machen wir nicht. Nee. Und Täuschkörper, 4 Punkte. Das 5. Dann hätte ich gesagt, machen wir das noch gegen Schilder. Hier, Panzerung. Ja doch, dann machen wir Überlastung. 1 Punkt drauf. Ein Ziel innerhalb verursacht 60% weniger Schaden, erhöht. Mach mal den Schaden erhöhen. So. Gut. Wo waren wir? Da waren wir. Dann schauen wir mal noch kurz nach oben. Hier war doch bestimmt die Steuerung irgendwo, wo war. Vielleicht brauche ich ein anderes Ziel als ein paar heiße blaue Alien. Oder doch nicht? Hey, wenn du nicht auf Asari stehst. Doch, hier. Dann eine manuelle Tür Override. Dann würde ich sagen, machen wir den, aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.